Herzlich willkommen zurück im Krone.at Sportstudio bei einer weiteren Analyserunde der österreichischen Bundesliga. Die 26. Runde ist über die Bühne gegangen und ich darf unseren Experten wieder bei uns begrüßen. Michi Kontl, danke. Hallo, grüß Gott, servus. Danke für deine Zeit. Gerne. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Spitzenspiel der Runde an. Es hätte das Duell um den Meistertitel werden sollen, so ist vor es. Ja, der Corona-Zeit. Und jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Kann den Bullen den Meistertitel noch jemand wegnehmen? Ja, es hat sich doch einiges geändert und ja, so wie die Bullen im Moment auftreten, das ist schon meisterlich fast, möchte ich fast sagen, weil es ist ja nicht einfach, die ganze Situation so annehmen, wir wissen es ja, mit der Vorbereitung, mit den Geisterspielen und so weiter. Aber die Salzburger machen das extrem professionell und sie entscheiden die Spiele auch relativ rasch. Also die legen immer einen Blitzstart hin und die Gegner sind ein bisschen überrascht, kommt man vor. Den Blitzstart, den schauen wir uns gleich an, schauen wir in die Highlights der Runde rein. Ja, da ist man, ich glaube, jetzt sieht man es dann sehr aggressiv schon, von Beginn an. Man kämpft um jeden Ball und es geht dann alles sehr schnell, so wie gewohnt eigentlich bei den Salzburgern. Da werden die Räume natürlich genutzt, freigemacht und dieser Mann ist für mich sowieso ein Wahnsinn im Moment. Sowas Leute, der eine Überform hat, ja, und auch eine irrsinnige Spielfreude ausstrahlt. Er ist fast bei jeder Aktion dabei. Und in der 8. Minute gleich das erste Tor. Und genau. Wer noch in Überform ist, ist auch Dacker, den wir da jetzt sehen, beim zweiten Tor gleich. Ja, da sieht man diesen absoluten Torinstinkt und Willen, dieses Tor zu machen. So ist er wieder der Vorbereiter in dem Fall. Technisch perfekt, angenommen, den Verteidiger nicht gut ausschauen lassen und eingenetzt. Und der LASK war ein bisschen überfordert. Da sieht man jetzt den Anschlusstreffer. Genau. Das war dann relativ spät. Zweite Halbzeit, muss man sagen, wenn wir darauf eingehen, war der LASK viel besser. Mhm. Hat sich viel besser eingestellt auf den Gegner. Hat auch Druck gemacht. Salzburg ist ein bisschen unter Druck gekommen. Und Ragoz ist überhaupt auch einer, der mir sehr gut gefällt und dieses Tor macht. Und da kommen wir jetzt auch schon zum 3:1 in der 80. Minute. Ja, das war dann so die Draufgabe irgendwie. Mhm. Der LASK hat alles probiert, hat, muss man ehrlich sagen, Salzburg auch voll gefordert. Darum schaut das 3:1, schaut ein bisschen, ja, verfälscht ein bisschen. Aber durch diesen Blitzstart ist es natürlich für den LASK enorm schwer geworden und man hat dann zu spät eigentlich den Anschlusstreffer gemacht. Du hast gerade selbst erwähnt, Soboslai in Topform, Dacker auch. Wie lange sind wir die zwei noch in Salzburg? Das ist immer die Frage. Ja. Es ist ja fast unerschöpflich. Ja. Dieses Reservoir an super Spielern. Und es schaut wieder so aus, dass wir den einen oder anderen vielleicht nicht mehr sehen. Aber das ist auch klar, wenn man so Salzburg ist einfach jetzt mittlerweile so eine tolle Adresse geworden. Mhm. Und das weiß auch jeder Spieler, ja, dass er sich da richtig gut präsentieren kann. Und deswegen ist ja auch schön, ja, wenn man das so Sprungbrett nimmt, sieht. Für uns ein bisschen schade, weil ich würde natürlich jede Woche und über Jahre diese tollen Spieler gerne sehen und beobachten. Mhm. Du hast es gerade erwähnt, Riesenreservoir, großes Kader auch bei den Bullen. Glaubst du, bei den englischen Runden jetzt gerade ist das auch ein Vorteil wahrscheinlich, Riesenvorteil, oder? Riesenvorteil. Man muss rotieren, das geht sich anders gar nicht aus, vom Körperlichen her. Auch mental, ja, darf man nicht vergessen, es ist doch ein gewisser Druck da. Das macht auch müde, auch vom Mentalen her. Das ist ein Zusammenspiel. Mhm. Und da ist es natürlich, wie soll man sagen, unersetzbar fast, ja, dass man einen großen und ausgeglichenen Kader hat. Und bei den Salzburgern, wir haben es eh kurz erwähnt, da kommt immer wieder was Neues hervor. Und immer welche, die hervorstechen. Es ist immer so da, dass da jeder seine Chance nutzen will. Ja. Und dann kommt es eben auch so, das geht dann so nahtlos über. Und für uns toll natürlich, solche Spieler zu sehen. Ja, schön, sie länger zu beobachten, wie du sagst. Genau. Wir freuen uns natürlich auch für Salzburg, dass sie das so machen. Wie nah war denn der LASK an einem Punkt dran? Du hast selbst gerade gesagt, zweite Halbzeit, LASK sehr, sehr gut gespielt. Wie nah war der LASK dran? Ja, wie gesagt, der Spielverlauf ganz klar für Salzburg. Der LASK, muss man sagen, sie haben sich wieder gut gefangen, haben dann zweite Halbzeit vor allem die Räume ganz anders besetzt und haben auch ihr Spiel versucht, irgendwo durchzuziehen. Das ist ihnen teilweise gelungen, aber das 2:1 ist einfach zu spät gekommen. Es ist momentan irgendwie, ist der Faden gerissen, muss man fast sagen, beim LASK. Ist teilweise natürlich ein bisschen schade,
Aber ja, die Umstände sind natürlich, wir haben es letztes Mal auch erwähnt, vielleicht gibt es so eine Trotzreaktion, jetzt erst recht. Mir kommt vor, dass das eher eine Belastung jetzt ist, dass man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Das ist so wie ein schwerer Rucksack, den man jetzt mitschleppt. Man hat auch das Glück nicht, weil es waren ja auch beim letzten Spiel Stangenschüsse, Lattenschüsse, also alles dabei. Ein bisschen unglücklich, die ganze Geschichte. Und ja, da muss man halt, es ist noch nicht zu spät, dass man angreift. Ganz nach oben, schwierig. Mhm. Aber ich glaube, man darf den Kopf jetzt gar nicht so in den Sand stecken, sondern man muss daran glauben, an die eigenen Stärken, weil sie zeigen sehr phasenweise. Und das Glück musst halt dann wieder erzwingen. Die letzten vier Spiele haben Sie ja auch eigentlich nie wirklich schlechter als die andere Mannschaft gespielt. Und das Glück hat gefehlt. Wie ist das mental, glaubst du, die Belastung auch, das dann trotzdem umzusetzen im Spiel, dass man gut spielt, dass man Tore macht? Ist das die Belastung der Vorgeschichte von Corona? Ich denke schon, das habe ich eben angesprochen, mit diesem Rucksack, den sie mitschleppen. Ob das jetzt was mit Glück oder nicht Glück hat zu tun, vielleicht ist das ein bisschen die letzte Konsequenz auch, dass man da nicht frei ist im Kopf. Es ist natürlich schwer zu erklären, aber es macht so den Eindruck. Ja. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, es war so, dass sie ja nicht schlecht gespielt haben. Probiert haben sie es, dann hat nicht viel gefehlt, ja, mit den Lattenschüssen. Das kann ja gut auch ins Tor gehen. Ja. Und da ist man defensiv auch nicht mehr so stabil. Ja. Da war man doch extrem stark, immer wieder defensiv und war sehr kompakt. Und das ist ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Wir kommen jetzt zum momentanen ersten Verfolger der Bullen. Zum nächsten Spiel. Rapid legt momentan eine Siegesserie hin. Ja, sensationell. 30 in Folge. Was sagst du dazu? Ja, für mich natürlich der Hammer. Ja. Also mich freut es riesig. Vor allem nach den Umständen auch. Die waren ja nicht ganz rosig. Wenn man an die erste Runde denkt, gegen Salzburg gleich einmal verloren, da hat man gedacht, man kommt noch einmal so richtig ran und man kann Druck machen. Dann Verletzte, Wahnsinn, ja, also Schlüsselspieler. Und dann tritt man so auf. Ja. Und da tritt man aber jetzt nicht berauschend auf. Das heißt, man spielt jetzt nicht wunderschönen, tollen Kombinationsfußball, sondern man erkämpft sich diese Punkte. Und das macht stark. Also das macht stark, das sieht man. Die Jungen leben so richtig auf, die haben so richtige Freude. Und das ist schon Balsam auch für jeden Rapid-Fan, dass das so gut funktioniert mit diesen sogenannten Ersatzspielern und den Jungen. Ja, also da kommt was nach, das ist toll. Balsam für die Rapid-Fans und was die von zu Hause aus gesehen haben, das schauen wir uns jetzt an. Ja, es war jetzt nicht das überragende Spiel von beiden Mannschaften, da haben sie so ein bisschen neutralisiert, aber der Konter war sensationell und vor allem der Außenrisspass jetzt von Taxis Fontas. Und Kitagawa. Das war nicht mehr so schwer, aber die Vorarbeit war sensationell. Das 1:1, wieder mal Standardsituation von Lindl, großartig getreten und Weißmann ist sowieso ein Garant für Tore. Sein 25. Knoflach nicht ideal postiert und das war jetzt so der späte Siegtreffer, der doch etwas umstritten war. Der umstritten war, genau, in der 87. Man sieht es eigentlich hier ganz deutlich. Glück oder nicht, man hat gekämpft bis zum Schluss. Ja. Es war so, dass das irrsinnig clever gemacht war, ja, von Arase. Das war ja routiniert gemacht von einem jungen Spieler, der sowieso im Kommen ist. Also das ist die Zukunft für Rapid. Und bei der Aktion hat er auch seine Schlitzohrigkeit ein bisschen gezeigt. Ja. Also das haben dann in Wahrheit Schiedsrichter und alle irgendwo eingesehen, dass das eine Fehlentscheidung war. Aber wie du sagst, man spricht dann schon gar nicht mehr drüber, ja, weil ich würde auch nicht sagen, dass es so extrem unverdient ist, wenn man bis zum Schluss noch einmal versucht, alles reinwirft und riskiert. Ja. Wie wichtig findest du es, dass der Videobeweis kommt? Ich finde, gerade bei solchen Situationen sieht man dann, wie wichtig es ist. Du sagst gerade selbst, es war ein klares Abseits. Der Schiedsrichter hat es danach auch noch mal eingesehen eigentlich. Wie wichtig ist es, dass er jetzt im Frühjahr 2021 kommt? Ich glaube, das haben fast alle Ligen haben das schon erkannt, dass das ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass es auch in Ordnung ist, weil es geht um sehr viel. Und jetzt, wenn man den WRC jetzt fast nicht, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, sie haben eine sehr gute Partie gespielt und waren durchaus gleichwertig. Und für sie ist es natürlich extrem bitter und ärgerlich, ja, weil es wäre dann
zumindest ein Punkt gewesen. Den verliert man jetzt durch eine Entscheidung, die einfach nicht richtig war. Und es gibt ja ganz andere Fehlentscheidungen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass das kommen wird. Man hat auch gesehen in der Praxis, die das schon durchführen, die Länder, dass da jetzt nicht so eine arge Verzögerung ist oder Spielunterbrechung ist. Also es stört nicht so extrem den Spielfluss. Mhm. Du hast gerade auch schon Rase erwähnt. Wie sehr begeistern dich denn die Nachwuchstalente? Es geht um Yusuf Demir, Leo Greimel, wie du gerade gesagt hast, auch Rase. Können die verletzten Spieler gerade ersetzen, gut ersetzen? Also da los, also viel besser geht es gar nicht. Ja. Es ist diese Unbekümmertheit. Mhm. Ja. Greimel war ganz wichtig, dass er bei seinem ersten Einsatz wieder entsprochen hat und gut gespielt hat. Hat eine sehr gute Form, Demir zeigt eigentlich, was er drauf hat. Ja. Und der Rasi sowieso. Ja. Und mit der entscheidenden Aktion noch dazu, mit dieser, ich sage es einmal, routinierten Aktion. Und wenn es der Schiedsrichter nicht sieht oder nicht wertet, ist es genial gemacht. Ist Rapid Platz 2 noch zu nehmen? Ja, es geht schon noch einige Zeit. Ja. Und, aber wenn es da mal unter die Umstände kennen wir, ja, wenn du mal da so in einen Lauf kommst, in Wahrheit nicht allzu gut spielst, aber trotzdem voll punktest, dann kommst du einfach in einen Flow, in einen Lauf rein. Und wenn die verletzten Spieler noch schön langsam dazukommen, es wird jeder Mann gebraucht. Ja. Und ich glaube, dass das sehr gut ausschaut für Rapid im Moment. Wir kommen gleich zum nächsten Spiel, zum steirischen Derby TSV Hartberg gegen Sturm Graz. 1:2 ist das Spiel ausgegangen und der Trainer von Sturm Graz, der hat gefehlt. Der ist für 4 Spiele gesperrt. Für dich ein faires Urteil? Oder? Zu Recht. So kann man sich am Fußballplatz nicht benehmen. Man hat eine Vorbildwirkung und so kann man sich nicht aufführen. Ja, Urteil ist in Ordnung und es läuft ja sportlich auch nicht so. Also es ist ja alles nicht wirklich zu rechtfertigen, diese Art und Weise des Auftritts des Trainers. Und man hat es geschafft, aus einer sportlichen Krise herauszukommen. Ich habe es jetzt schon vorweggenommen. Und ich kann nur sagen, wenn Hartberg spielt, ist immer was los. Ja, und er wurde ersetzt durch den jungen El Maestro, dem kleinen Bruder. Ja, Hartberg eigentlich blitzartig begonnen, so wie man sie auch kennt, eigentlich relativ schnörkellos und dann gegen Ende, das war ja alles schon, das Bodhoff, glaube ich, 4-5 Mal gescheitert, der beste Mann am Platz für mich und dann knallt er diese 2 Freistöße rein, ganz knapp vor Schluss eigentlich, 85, 88, ja, sowas, ja. Also da hat eigentlich, erste Halbzeit hat gar nicht mehr damit gerechnet, dass Sturm zurückkommt. Mhm. Aber Sturm hat, glaube ich, zur rechten Zeit den Ernst der Lage erkannt und haben da richtig Gas gegeben, haben einmal für mich sehr gelöst gewirkt, sich was zugetraut. Das war so die Mutterverzweiflung irgendwo, weil wenn sie da wieder verloren hätten, dann ist ja wirklich schon so richtig Feuer am Dach gewesen. Und ja, vielleicht war der junge hat Bruder ist gedreht von El Maestro. Ja, vielleicht die Energie des jungen Burschen. Ja. Despotov hast du gerade erwähnt, Mann des Abends für dich. Ja, also auf jeden Fall. Er hat mir schon ein bisschen leid getan, weil er hat alles probiert. Ja. Er hat immer wieder versucht, teilweise in Eigenregie, vielleicht war er dann das eine oder andere Mal zu eigensinnig. Mhm. Aber er hat alles probiert, dass Sturm Graz auf die Siegestraße kommt. Daneben geschossen, ich glaube sogar Stangenschuss war auch dabei. Und dann diese Freistöße. Wobei erste lasse ich noch ein bisschen gelten, aber beim zweiten hat zweite nicht gut ausgeschaut. Also wird er auch wissen, dass man nicht spekuliert. Aber Despotov in dem Fall, ja, der Bessere, der Coolere. Wer weiß, wie lange wir ihn noch im Sturmdress sehen. Das ist immer so eine Frage, ja? wenn Spieler so herausstechen und vor allem, so wie bei Soboslai, ja, wenn solche Spieler so extrem auch bei so widrigen Verhältnissen wie die Geisterspielen und die ganzen Umstände trotzdem so herausstechen, dann haben die schon eine extreme Qualität. Ja? Und dann, das sehen natürlich viele,
die Scouts. Und dann kann es natürlich schnell passieren, dass der eine oder andere weg ist. Geisterspieler, was sagst du jetzt so nach ein paar Runden? Wie funktioniert es? Wie gehen die Spieler damit um? Ganz gut. Also ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie schwer das ist, sich da immer wieder voll zu motivieren und vor allem in Phasen, wo es nicht so gut geht, jetzt vielleicht auch vom Spielerischen nicht so klappt, dass man wirklich über den Kampf gehen muss. Das geht natürlich mit den Fans viel besser. Ja, aber zum Beispiel Rapid hat es gezeigt, dass das auch sehr wohl ohne Fans geht, dass man da diesen Willen, ja, da kommt es einfach auf den Charakter, aus dem Charakter drauf an. Und das sieht man so, ja, welche Mannschaft hat die Charaktere, die unbedingt gewinnen wollen, auch wenn ich jetzt nicht das Publikum im Rücken habe. Und ich glaube, es ist noch nicht viele Spiele, haben wir gesehen, so auf dieser Geisterbasis, aber wir werden jetzt sehr viele Spiele sehen, beobachten unter diesen Umständen. Und da kristallisieren sich dann schon Spieler heraus, die ganz besonders sind. Also da würde ich mal als Scout schon überlegen. Der Bursche hat Charakter, der hat das richtige Gehen, also seinen richtigen Siegeswillen, und den hole ich mir. Also da kann man schon sehr viel herauslesen. Hartberg haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie schätzt du die Situation von Ihnen an? Ja, mir taugt die Mannschaft, weil sie eine sehr gute Mannschaft ist, die normalerweise auch nie aufsteckt, wo immer Spektakel garantiert ist. Also, mir kommt so vor, die spielen sehr oft auch mit offenem Visier, so wie man sagt. Das heißt, viel Risiko, hohes Risiko. Deswegen kriegen sie auch relativ viele Tore. Mhm. Diesmal haben sie zu wenig geschossen, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt nächste Runde Rapid, glaube ich. Also zweimal Rapid, was ich so weiß. Das wird natürlich ein harter Brocken. Ja. Und da wird man sehen. Aber da kann ich mich auch erinnern an sehr, sehr interessante Spiele. Hartberg, Rapid, Rapid, Hartberg. Also da können wir uns schon freuen auf die nächste Runde. Wir kommen zur Qualifikationsgruppe und beginnen mit dem Spiel Mattersburg gegen Austria. 1:4. Wie wichtig war denn der Sieg für die Austria nach den letzten Wochen? Puh, also da ist auch eine Riesenlast abgefallen. Ja. Nicht nur bei den Spielern, sondern bei allen Verantwortlichen, glaube ich. Ja. Man hat das relativ souverän gespielt. Also so hat man die Austria schon lange nicht gesehen. Ja, auch so irgendwie gelöst. Spielverlauf auch relativ glücklich. Wir werden es dann sehen. Also abgefälschter Schuss. Und Mattersburg für mich zu Hause relativ naiv gespielt. Also Mattersburger haben es den Austrianern nicht allzu schwer gemacht, würde ich sagen. Schauen wir mal rein. Da haben wir es. Da sieht man abgefälschter. Erste Tor. Abgefälschter Schuss. Abgefälscht. Da kann man als Tormann gar nichts machen. Noch dazu die Stange hilft mit. Da fehlt die Zuordnung. Da sieht man zwei Austrianer ganz frei. Da wieder, da ist der Anschlusstreffer. Da war natürlich noch ein bisschen Hoffnung da von den Mattersburgern, aber die Austria hat dann immer wieder beinhart eigentlich zugeschlagen. Und wunderschöner Freistoß. 1:4. Also die Runde war überhaupt, waren ein paar so schöne Freistöße. Ja. Schöne Freistöße. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Goalies. Ja. War das der erhoffte Befreiungsschlag für Trainer Uitzer? Wird es jetzt besser? Also ich traue mir jetzt nicht zu viel sagen, aber dass das gut tut in so einer Situation, ist klar. Und es geht auch Schlag auf Schlag. Man hat nicht viel Zeit jetzt. Wenn es schlecht geht, wenn es gut geht, nicht allzu viel Zeit nachzudenken, sondern beinharte Analyse. Das war in Ordnung. Das Selbstvertrauen ist jetzt sicher gestärkter und das ist für den weiteren Verlauf enorm wichtig. Ob es jetzt die Trendwende war, da müssen wir uns überraschen lassen, ja, weil ich habe schon viel erlebt von der Austria, ja, dass das einfach so auf und ab und man muss einmal, vielleicht hat man erkannt, was notwendig ist. Ja. Das kann ja auch sein, ja. Wenn man bei so einem aus dem Spiel die richtigen Lehren zieht, dass man sagt, okay, wenn jeder drauf kommt, ich habe ein bisschen mehr gegeben und deswegen hat es funktioniert. Und das kann schon so ein Schlüsselmoment oder Erlebnis gewesen sein. Und dann sind sie auf einem guten Weg. Ja. Aber es ist in der Quali-Gruppe sehr eng. Die Mattersburger, die Situation der Mattersburger, wie schätzt du die ein? Müssen sie sich mit dem Abstieg beschäftigen?
Also wenn man sich die Tabelle anschaut, das ist schon alles sehr alles knapp, möglich. Alles eng. Und mir fehlt, also bei dem Spiel, auch schon einige Spiele habe ich beobachtet, das sind nicht die Mattersburger, die man kennt. Die Mattersburger waren immer für absoluten Kampfgeist und über den Kampf haben sie dann die Spiele teilweise gewonnen, erzwungen, die Tore. Und das fehlt mir so ein bisschen. Der absolute Kampf, die Kampfbereitschaft vielleicht. Ja. Man will die Situationen ein bisschen anders lösen, was aber im Moment nicht so gut gelingt. Wir werden schauen, wie es weitergeht in den nächsten Runden und kommen auch gleich zum nächsten Spiel der 26. Runde. Admira gegen WSG Tirol 0:3. Trainer Silberberger ist zurück und schon sind die ersten 3 Punkte für Tirol da. Ja, die Tiroler haben sich gefahren, die haben doch einen recht schwachen Start hingelegt. Aber der Auftritt war in Ordnung. Die Admira, also der neue Sportdirektor Baumeister hat das ja auch gesagt, dass das beschämend war fast der Auftritt. Das heißt, da haben einige scheinbar den Ernst der Lage nicht erkannt. Und zu Hause sich so zu präsentieren. Ja, WSG hat natürlich einen guten Tag erwischt, aber das ist legitim, man versucht alles, man versucht ja zu gewinnen, auch wenn man auswärts spielt und wenn man so eine eher schlechte Phase gehabt hat. Aber dann als Heimmannschaft so aufzutreten, also da muss man sich schon einmal fragen, ist dem Burschen bewusst, um was es geht, ja? Und dementsprechend hat auch der Baumeister reagiert und zufrieden war nicht. Er wird sicher die richtigen Worte finden müssen, jetzt, dass das mit so einem Auftreten nicht mehr geht. Ja. Und, weil es geht um einen Abstieg und da sind einige Mannschaften mittendrin und wer da einfach den Ernst der Lage am schnellsten erkennt, um was es wirklich geht, der wird dann letztendlich nicht absteigen. Wie das Auftreten der Admiraler ausgeschaut hat zu Hause, das schauen wir uns jetzt an. Und sehen da auch gleich das 1:0 von Jeppor. Ja, es war gut gemacht, gibt es gar nichts. Ja, aber man ist da zu nachlässig. Mhm. Ja, man muss konsequenter da einfach als Verteidiger agieren. Da verschätzt die Leute ein bisschen. Ja, und da geht das alles wie im Training ein bisschen. Ja. Natürlich die Freude riesengroß beim WSG-Trainer, der ja sich leider schwer verletzt hat, aber das würde ihm ja auch aufbauen, klar. Da geht es dann mit dem Heilungsprozess auch ein bisschen schneller. Vor allem, wenn man mit einem Gips so herumspringt, dann schaut es gut aus. Ja, dann sind die Emotionen da. Der andere Fuß ist gut beieinander. Ja. Wir kommen noch mal kurz zu Admira. Wie kannst du dir den Leistungsunterschied erklären? Dienstag gegen St. Pölten so gut gespielt und dann Samstag gegen Tirol. Das ist ja das. What happened? Das ist ja das große Rätsel. Ja. Man holt sich Selbstvertrauen. Im Derby ganz ein wichtiger Sieg. Mhm. Und dann so ein Auftritt. Ja. Und das, glaube ich, macht die Verantwortlichen, dass ich nicht wieder den Ernst im Mund nehmen, macht die dann eher ja, grantig. Mhm. Ja, das ist dann nicht verständlich, dass man da nicht auch genauso beißt und zwickt und rauft, wie vielleicht noch 2 Tage vorher, 3 Tage vorher. Mhm. Kein einziger Torschuss der Admiraner auf Torhüter Oswald. Ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Ja, ne? Wie sehr hat Schösswendner da zum Beispiel gefehlt? Der hat nicht gespielt in der Runde. Ich glaube, mit dem muss man jetzt schon langsam irgendwie auch umgehen zu lernen, dass halt der eine oder andere nicht dabei ist. Und dass man als Kader da einfach ja, mehr geben muss, dass man das Ziel erreicht, dass man eben in dem Fall nicht absteigt, weil das ist alles so eng und da kommt es auf den Charakter an und auf den Willen. Wie wichtig ist es denn, dass man den Trainer an der Seitenlinie stehen hat, wenn das jetzt gleich dann so ein Zeichen eigentlich war, das gesetzt wurde von Tirol? Naja, offensichtlich extrem wichtig. Ja. Also es hat vielleicht jeder geschockt, jeder hat mitgelitten. Also es kann schon sein. Ja. Es ist, ich kann nur sagen, es sind alle Menschen, die ihre Sorgen haben, die mitleiden, die jetzt vielleicht mit dem ein bisschen nicht so gut umgehen haben können. Mhm. Und in dem Fall hat man schon gemerkt, dass der Trainer gefehlt hat und dass sich vielleicht der eine oder andere zu viel Gedanken gemacht hat und war nicht ganz bei der Sache eventuell. Mhm. Ja. Weil so wie sie jetzt
auftreten, das ist schwer in Ordnung, würde ich sagen. Und wenn es um den Abstiegskampf geht, was wird da jetzt? Für dich Abstiegskandidaten? Also ich glaube, man braucht sich oder man kann sich gar nicht festlegen. Da sind einfach zu viele Mannschaften. Mhm. Also bis Mattersburg, würde ich sagen, ja, kann es alle erwischen. Mhm. Ja. Also darum ist es für uns ist es ja perfekt und für die Fans, weil da geht es zur Sache jetzt in den nächsten Runden. Ja, und da ist jedes Spiel eigentlich extrem wichtig und fast wie ein Endspiel. Ja. Also das muss halt jeden Einzelnen bewusst werden. Und wer das schneller behirnt und besser behirnt, der wird es dann schaffen. Jetzt kommen wir auch gleich zum letzten Spiel und da ist eigentlich in der Qualifikationsgruppe Erster gegen Letzten, Altach gegen St. Pölten, 2-0. Altacher gewinnen wieder, Favorit auf Platz 1 oder auch alles Mögliche? Ja, also so wie sich Altach präsentiert von Beginn an, muss man sagen, es war jetzt nicht unglücklich auch, wie das Spiel gelaufen ist, muss man ehrlich sagen, für St. Pölten eher unglücklich, mit einem Mann weniger sehr bald einmal und auch die Tore, also es läuft für St. Pölten nicht optimal, obwohl man gut gestartet ist und dann, ja, da heißt es auch so schnell wie möglich in die Spur kommen, ja, weil sonst ist man wirklich da ganz unten zementiert und dann, ja, umso länger man da unten drinnen festsitzt, wird es umso schwieriger. Wir schon rein ins Spiel, die Highlights der Runde und das erste Tor nach 2 Minuten 38. Ja, das ist natürlich alles sehr, da waren wir irgendwie unkonzentriert, noch nicht wirklich am Platz und das ist das. Das ist auch wahrscheinlich die fehlende Atmosphäre und da muss man sich einfach darauf einstellen, dass das nicht da ist, dass man von sich aus, da sieht man schon diese unnötige Gelb-Rot an Hofbauer, der sich dann entschuldigt hat auch bei der Mannschaft, weil das natürlich sehr unklug war. Ja, und das 2-0. Sam ist, wie man das jetzt mitkriegt, ein ganz wichtiger Mann geworden. Ja, diese Verpflichtung war extrem wichtig für Altach. Und die haben auch so einen kleinen Lauf, würde ich sagen. Da funktioniert auch vieles. Konstant gute Leistung. Ja wirklich konstant gut. Und natürlich Spielverlauf, haben wir auch gesehen. Das 1-0 darf einfach nicht passieren. Ja, da hat die Abstimmung nicht gefehlt. Riegler spät kommen. Ja, wenn er rausgeht, muss er ihn haben. Ja, und das muss man halt abschätzen. Gehe ich jetzt oder bleibe ich lieber? Kommt noch ein Verteidiger? Aber es war von der ganzen Mannschaft eher, ja, man hat dann nicht wirklich gut auf Abseits gespielt. Also ich glaube, man war noch nicht wirklich am Platz. Ja. So hat es für mich den Eindruck gemacht, dass man das schnelle Tor eingefangen hat und dann ja, genauso eher ungeschickt, unkonzentriert, unprofessionell dieser Ausschluss dann. Ne? Das ist, er hat's zugegeben, dass das blöd war, hilft jetzt der Mannschaft nicht wirklich weiter, weil wenn du dann an weniger bist, so lange Zeit. Ja, 32 Minuten schon, ja. Das wird dann extrem schwer. Ja. St. Pölten haben eigentlich gut begonnen und jetzt 2 Niederlagen. Wie passiert sowas? Warum? Ich habe noch keine Zeit gehabt, mit dem Robert direkt zu sprechen, wie es er sieht. Ja. Aber weil eigentlich war der Beginn ja sensationell. Ja. Also super Einstand vom Robert. Man hat gesehen, die Mannschaft eigentlich... Haben wir noch drüber geredet am Anfang. Dass genau, mit Selbstvertrauen gleich gestartet. Und so wünscht man sich einen Einstieg. So ist es. Und dann auf einmal reißt es ab. Ja. Und klar... Das Derby dann, also das Niederösterreichische, verliert man. Aber da muss man aufstehen. Ja. Da heißt es dann wieder, gehen wir jetzt erst recht und wir müssen da unten weg mit aller Kraft. Nur wenn man sich solche Schnitzer leistet, ja, insgesamt, dann wird das nicht funktionieren, weil es ist schwer, dann zurückzukommen in ein Spiel. Aber da ist auch noch nichts verloren. Ja, also man darf jetzt keine Panik kriegen. Man muss sich das Positive, was man ja schon erlebt hat mit dem Start, dass man erstens mal Tore schießen kann, dass man gegen jeden Gegner in dieser Quali-Gruppe eigentlich bestehen kann. Das muss man sich vor Augen halten und so muss man ins Spiel gehen. Aber von Beginn an voll konzentriert. Und kämpfen. So ist es. Weil sonst, wenn du dann in Rückstand gerätst, dann wird es schwer. Also Salzburg zeigt es vor, ja, die gasen auch von Beginn an. Salzburg zeigt es vor, das waren auch schon alle 6 Spiele dieser Runde. Was ist denn dein Resümee? Kannst du schon irgendwelche Schlüsse ziehen?
vorsichtig sieht man natürlich, dass Salzburg schon das Maß aller Dinge ist im Moment. Allerdings auch nicht, wie soll ich sagen, nicht jetzt unschlagbar. Weil der LASK hat schon auch gezeigt, zweite Halbzeit, dass da auch was möglich ist, wenn man sich was zutraut. Ja? Man muss halt sehr konzentriert sein, kompakt auftreten, dagegenhalten und selber versuchen, das Spiel zu machen. Was natürlich bei dieser hohen Belastung schwer ist. Weil wir haben gesagt, wissen alle, beste Kader, größte Kader, viele Spiele, nur englische Runden. Also da kommt schon sehr auf den Kader an und da sieht man schon eine Tendenz, ja, wer das besser verkraftet. Sehr überraschend und positiv überrascht von Rapid. Das muss man ganz klar sagen, wie die Jungen da in die Bresche springen. Sensationell, ja, muss man jedem Einzelnen gratulieren. Jetzt kommt dann der eine oder andere wieder dazu. Also man ist auf einem super Weg, ja, diesen zweiten Platz abzusichern. Und man hat die direkten Gegner geschlagen. Zwar nicht jetzt, wie soll ich sagen, nicht jetzt mit super tollen Spielen, aber das Wichtigste ist, dass man gegen die direkten Punkte, ja, und da muss man kämpfen. Und das haben sie gezeigt, dass sie einfach Charakter haben, dass sie Moral haben und diese Ausfälle verkraften. Ja. Also sehr, sehr positiv überrascht. Und in der Quali-Gruppe, da geht es rund. Also da geht es zur Sache. Der Abstiegskampf pur bis zu, wie gesagt, Alltag. Im Moment schaut es so aus, wird nichts damit zu tun haben, die Austria wahrscheinlich auch nicht. Aber dann ist schon aus, also dann geht's schon so richtig zur Sache. Das sehen wir morgen schon. Es sind nämlich englische Runden, morgen geht es schon weiter mit der Qualifikationsrunde. Ja, es geht ja munter weiter. Ganz genau, mit der 27. Runde. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich auch, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ja, wenn du mich wieder auch da bist, wenn wir wieder diskutieren können, analysieren können und freuen uns natürlich auch auf Sie, wenn Sie wieder mit dabei sind hier im KRONE.at Sportstudio. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, danke.